Mobbing. Freue mich schon aufs nächste Gebiet. Ich bin langsam eintönig hier. Alle Magst rot du in rot. Nee. Ach, da hinten haben wir noch so einen Wurm getriggert, den müssen wir noch klatschen. Nee, blau ist eher meine Farbe. Nein, ich meine nicht ich den Zustand. Blau. Ich liebe blau. Blau ist toll. Ich stehe total auf Pink. Pink Panthers! Pink ist eine tolle Farbe. Ja. Kommt drauf an, was für ein Pink, also. Ne? Wie. Ne? Wie knallig es ist. Ja, das andere ist doch rosa, oder nicht? Ja, woran sagen? Ja, aber es gibt. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird es ein Schweinchen rosa. Aber es gibt trotzdem verschiedene Pinktöne. Ja. Wenn ich euch meinen Buntstiftkasten, wo ich jemand mit Male zeige, dann kann ich euch 10 verschiedene Pinktöne zeigen. Ich weiß nicht, wie sie heißen, aber ich kann sie euch zeigen. Da gibt es dann auch sowas Schönes wie Schneeflockenweiß oder Aschegrau. Ja, genau. Gut, dass sie nicht benannt sind. Da stehen Gott sei Dank nur Nummern drauf. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich bald einen Kasten mit 150 Stiften habe. Also das finde ich jetzt aber schon entstiftend, dass die einfach nur Nummern kriegen. Ich würd, wobei auf einer Seite hätte ich auch gerne den Namen dabei, dann könnte ich mir das angeben und sagen, hey, das ist die, das und das. Und wenn man das mich ist Herbert, das ist Günther. Das ist Henriette, sie ist mein Lieblingsstift. Ja, genau. Okay, ich lasse mich jetzt mal komplett darunter fallen. Hui! Kann mich mal jemand auflesen? War etwas sehr tief, ja. Na, no, egal. Eigentlich bin ich heute fast sind nur da gelandet. Ach, da oben. Ich bin eigentlich nur gestorben. Außer zweimal, weil ich irgendwo runterspringe. Oder gegen irgendwas kämpfe, gegen das ich nicht gewinnen kann. Leben am Limit. Leben am Limit. Hartes Leben am Limit. Teufelsblutprobe haben wir noch. Wie war das noch? Wenn sie irgendwo runterspringen will, soll sie mir eigentlich vorher Bescheid sagen? Ich habe Bescheid gesagt. Soll ich da runterspringen? Ja, aber ich war nicht in der Nähe. Ja, aber durfte war in der Nähe. Ja, ja. Er hat aber nicht Levitation. Das stimmt. Ja, aber das macht aber doch nicht so viel Spaß. Aber ich habe Spaß am Aufklatschen. Das macht doch nicht so viel Spaß, wenn ich keinen Schaden krieg. Das soll doch Spaß machen. Spielspaß, Spannung für die ganze Familie. Das wird immer bewertet. Hier ist es ernste Lage. Pop, la, pup. La, pup? Pop, la, pup. Pop, la, pipapo. Pipapopo? Pipapopo. Mein Name ist Ramspopo. Popo. Mein Gott. Ah, Titanpanzer ist offline. Wollen wir den dann erstmal rausschmeißen? Nö, oder wollen wir drin lassen? Nö, stört ja auch nicht. Okay. Bisher nicht, ne? Gefreit haben. Also wir haben dadurch jetzt keinen Nachteil oder so. Stört ja nicht. So, irgendwas müssen wir, glaube ich, mit dem Altar machen. Oh, ich sehe schon, mal dieses grüne Wasser und hab Respekt. Oh. Irgendwo, ich bin dahin gerade auf dem Weg, damit ihr seht, wie ich da drin untergehe. Ja! Ja, bitte. Wir bitten darum. Die Quest ist für uns pausiert. Warum?
dass es für uns passiert. Die Drecksarbeit? Ja, weiß ich, die ist für uns pausiert. Aber wir müssen hier, glaube ich, eh noch irgendwas anderes machen. Teufelsblutprobe. Das hatten wir doch schon mal gemacht. Teufelsblutprobe hatten wir schon mal, ja. Ja, die können wir dann eigentlich abbrechen. Was ist denn das? Da, die Suche nach Teufelsblut. Ich verteidige dich. Ja, ich bitte drum. Ach ja, ich habe hier wieder keine Pets. Ah, das Schleim ist der Weltgeschichte, komm an. So. Der Fuchs geht immer noch runter schwimmen, ne? No. Und ich. Ich schwimme hier. Ja, gut, er übertreibt eh mit allem. Was denn? Also, ja. Ich bin schon klein mit groß. Also, wenn ich mich hinsetze, bin ich auch weg. Ich kann mich nicht mal hinsetzen, weil ich schwimme. Ja. Oh je. Unter dem Meer. Unter dem Meer. Aber hey, deine Stirn guckt wenigstens noch raus. Ja, wenn ich hier im Flachen sitze. Aber deine Haare. Ja, das ist wie so ein Teleskop vom U-Boot. Ah, ich habe keinen Platz im Inventar. Okay, das erklärt's. Ja, das lässt sich jederzeit lösen. Ich muss einmal. Ja. Aber es ist immer eine gute Sache, jetzt kann ich auch mal reingucken, ja. Auch wieder gleich entleeren. Oh, jetzt musst du reparieren. Du viel Kram. Ich glaube, ihr braucht noch ein bisschen, ne? Mal. Ja. Ich habe ganz, ganz viele Waren. Ja, gleich kannst du dann erstmal gucken, ob dann der Gürtel was für dich sein könnte. Mapa! Ein Gürtel, Ledergürtel. Hallo? Ja, das ist dann, wenn dann für Aidaria was. Was? Mapa! Mapa! Hallo? Ja, Bester. Bitte! Jetzt sind sie alle da. Hast du gar nicht gemerkt, dass sie weg waren? Du warst weg? Ja. Wo warst du? Wie das in der Nachbarschaft ist, man geht kurz und kommt voll wieder. Unsere Nachbarn sind nicht da, das kann es halt so nicht sein. Ich hab zwei Bier getrunken. Gebrochen. Ich weiß ja, wo der Kühlschrank steht. Ich Ich werfe dir jetzt die Gürtel ins Inventar. Ja, natürlich, da gehst du rein. Ja. 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 Warum bricht das immer ab? Weiß ich nicht, warum das immer abbricht. Bei mir auch. Ist der vielleicht seelengebunden oder so? Nein, eigentlich nicht. Ein Fresh MC, yo.
nicht, warum das Monster hat, den haben sie einfach abbräucht. Das und das war der Gürtel. Da fühlt sich gerade gestimmt, dann wollte ich mal. Also bis jetzt läuft es echt gut, Hälfte der Zeit ist um und wir haben auch ungefähr die Hälfte des ersten Gebietes in Burning Crusade geschafft. Also bis jetzt läuft es. Wir sind schon weiter. Ja, wir sind knapp über der Hälfte, wir sind jetzt bei 5 von 8. Ja, von den Kapiteln, aber ja. Wir haben jetzt quasi die anderen 3 Kapitel parallel gequestet. Das heißt, ja, die sind relativ zügig vorbei. Und läuft echt gut. Ich würde so sagen, so 80% haben wir vom Gebiet. 80, 90. Und wie geht's dir, Mappa? So, ich bin wieder da. Ja, Link. Ich musste erstmal das Neueste vom Neuesten richtig bekommen. Ich schleppe mich durch, könnte alles besser sein. Oh je. Ja, Mappa hat mir gestern schon ein bisschen was berichtet. Also Mappa, sobald du wieder ganz gesund bist, haben wir auf jeden Fall was nachzuholen. Ich habe jetzt alle aktuellen Folgen von Geisterakten gekauft. Das heißt, wir haben auf jeden Fall was zu gucken, sobald du wieder fit bist. Warum kann ich mein Inventar nicht mehr sortieren? Also, ja. Nee, ich konnte mein... Ich habe viele Glücksbringer. Aber ich kann mein Inventar nicht mehr... Ich sagte immer, mein Gegenstand ist nicht verfügbar, aber... Hä? Ich kann mein Inventar nicht mehr sortieren. Okay, das habe ich noch nie genutzt, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ja, nee, eigentlich, wenn ich da drauf gehe, Tasche aufräumen, sortiert das Inventar automatisch, um Platz für neue Gegenstände zu... Aber das tut er nicht mehr. Gegenstände nicht verfügbar. Ja. Alles gut auf euren Reisen. Ja, wir haben einfach mal was zurückgekauft. Geht's jetzt wieder? Nee. Das ist jetzt vielleicht daran gelegen, aber... Ist vielleicht mein Gürtel ein bisschen verbuggt bei dir? Den ich dir nicht gegeben wollte? Nee, das war vorm Gürtel schon. Vorm Vorgürtel schon. Nee, kann ich nicht mehr sortieren. Aus irgendeinem Grund. Ein- und Auslocken hilft eigentlich bei so ziemlich allen... Okay, warte mal. Genau. Lass ich einmal kurz. Und logge wieder ein. Müssen wir vielleicht nur neu synchronisieren, sobald es wieder da ist. Ja, Mappa schlägt sich so durch, das könnte besser sein. Oh. Ach, da sieht es ja schon gut aus. Dieses Höschen hier. Mich haut da was. Mich haut da was. I am back. Back in black and white. Nee, blue and red. Oh yeah. Wir synchronisieren. Jetzt kann ich wieder sortieren. Ah, ist noch aktiv. Die Synchronisation ist noch aktiv. Wir spielen Retail. Geht schneller. Wobei wir allein für dieses Gebiet hier jetzt schon... Ja, na gut. Eine Stunde muss ich abziehen. 11 Stunden spielen. Ja. Wir sind hier richtig gemütlich dabei auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, wir haben aber auch 6 Instanzen gemacht, muss man auch sagen. Ja. Sie geldlich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Ich fühle mich so verfolgt. Ich fühle mich so verfolgt. Wir wissen gar nicht warum. Ja, wir biegen hier, glaube ich, gleich hier irgendwo rechts ab. Wir müssen nämlich die eine so eine Folgequest hier noch machen mit dem Dude da. Finde das jetzt sowieso immer scheiße. Ja, das stimmt. Echt? Da habe ich bei mir nichts. Nee, bei uns ist alles richtig entspannt, was das angeht. Ich habe hier nichts. Ja, wir müssen hier so ein Totem irgendwie hinpacken. Ich suche das gerade in meiner Tasche. Und dann müssen wir so einem Geisterwolf folgen.
Ah, ihr Totem des Ahnengeist. Totem des... So, hat so ein Wolfskopf-Symbol in der Tasche. Ach, das. Ja, okay. Ich bin mal kurz auf K. Okay. Also jetzt haben wir viel Zeit, jetzt müssen wir nämlich denen so richtig schön entspannt hinterherlaufen. Folgen. Ich folge dir einfach. Jetzt folge ich dir. Ihr folgt Pommes Rudi. Ja, Mann. Das ist erstmal eine schöne Curry an der Bude, Junge. Geiler Name. Ja. Sein Schokobo war das, ne? Aus FF14. Ja, mein Schokobo im FF heißt auch so. Mein Wolf ist halt irgendwo da hinten. Nein! Das hat die Folgen abgebrochen. Das sind Stunden mit Spaß und Abenteuer. Ja. Das ganz ist toll. Manche Quests sind halt wirklich so, ja. Hm. Speziell. Ach ja. Hello, Darkness, my old friend. Mit Foto von dem PC, Jörg. No, Iron, was gibt's bei dir? Was hast du Leckeres? Husch, oh. Oder was auch immer. Hello, Darkness, my old friend. I've come to talk with you again. This is the end. You know. Bald haben wir sämtliche Lieder durch. Ach das, wir haben glaube ich noch, wir haben noch eine Menge. Wir haben noch was. Basic Reisgemüsehackpfanne mit Gemüsebrühe. Hat Lust drauf. Oh, klingt lecker. Klingt echt lecker. Wee, 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 wee. Wee! 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 Ich hab die Schürze um, ich dreh die Würste um, ich bin der Bernd und stehe am Grill. Ich bin ja gerade grillig immer mit das alle. Fleisch und Würstchen grillen ist alles, was ich will. So, the cat is back. Wibi! Oh, danke. Mal kurz unten bei meinen Eltern. Oh, yeah. Hey. Rauf auf den Drachen. Oh, ich will auch einen Drachen haben. Miauk. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind alle, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Jetzt hast du. Ja, Dufte, wie geht's weiter? Irgendwas mit mutig, tapfer, hüpfen und goldig. Mutig. Ja. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig, der Kraft gibt dir Saft, das Abenteuer lacht.
Säftig. Säftig. Ja. Ich möchte auch so einen Drachen haben. Fässchen! Kuckuck! Schritterfässer haben wir da hinten noch. Ein Papier am Schritt. Den Bauch kennt man doch. Wer sagt das? Iron. Sag mal, pass bloß auf da, du. Geht's jetzt? Da hoch. Geht's jetzt? Weiß ich noch nicht. Nicht gefunden. Wird kopiert. Ah, okay. Ja. Sehr gut. Ja, dann war das Ding wahrscheinlich wieder nicht richtig drin. Hat funktioniert. Weil ich vorhin ja noch mal Papier aufgeführt hatte. Für dich. Mal Papier. Mal Papier. Mal Papier. Huch. Was war das denn eigentlich? Ach, Spezialisierung, Tierherrschaft. Talente. Begleiter. Du Lauch. Weißt du, erst sagt sie, ich bin fett und jetzt bin ich ein Lauch, ey. Du hast das Zunge rausstrecken vergessen. Ich streck dir sogar noch die Zunge raus. Oh je. Was? Das Ding war nicht richtig drin? Das ist ungünstig. Ja. Oh. Es steckte nicht tief genug drin. Habe ich das gerade gesagt? Nee, ich glaube ich. Ach du. Ich meine ich. Saudo. Natürlich. Denk mal drüber nach, was ich sage. Oder auch nicht. Wenn du eine Ablage brauchst, kann ich dir hier kurz Platz machen. Nee, Ablage? Ablage. Ist immer noch dieser... Wenn du eine Plage brauchst, die kannst du haben, du. Oder was hast pausiert. Du Ablage. Ach, Ablage, Plage. Ablage, Plage. Ganz schön warm hier unten. Ja. Die Hitze kriegst du hier auch wahrscheinlich raus. Ja, aber will ich nicht, da kommen die Spinnen rein. Ich hab da neulich erst eine gesehen. Das hat mir gereicht. Suchst du nach der Drecksarbeit? Ja, ich habe festgestellt, die ist pausiert. Ja. Aber warum, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Wer läuft da denn so besoffen hin und her? Dufte. Ah, Dufti, geh mal geradeaus, ey, da wird einem ja schlecht. Dufte ist jetzt ein Drache. Ja, und Drachen, die laufen halt so. Drachen laufen halt so. Die Drachen laufen wie besenkte. Da rennen noch Leute um. Da rennen noch Leute um. Die stört das nicht mehr. Nee, gar nicht mehr. Guck mal, ich hab feuerrote Hörner. Huch, da. Stimmt. Holz von dir. Das soll doch keiner wissen. Achso. Nee, wissen muss man es nicht, sondern sehen. Achso. Oh, Kapitel 5 von 8. Geil. Wie Kaninchen, immer im Zickzack. Genau, Mappa, genau. Genau, ich weiche nur der Bedrohung aus. Damit man das Drifte nicht treffen kann. Genau. Drachen müssen sich auch irgendwie schützen. Ja. Vielleicht ist die Rakete schöner. Oh. Okay, dann hat die Rakete. Oh, achso. Nicht das. So, ich bin durch. Das weiß ich. Ich hoffe, ich konnte dir dienen und helfen. Jo. Es freut mich. Steht zu ihren Diensten. Das macht dann 1000 Gulden. Ölchen, dafür fehlt das Maid-Outfit. Diese Hand brennt auf ewig. Oh.
Schatz, ich bin auf Energy. Mit einer Rakete! Ja. Ja. Das war die Rakete. Das ist die Rakete. Wer hat denn da aber, eine Rakete raus? Aber mit? Guck mal, mit dem Gesicht. Das ja. hat Zähne und Augen. Der hat sich ein Gesicht auf seine kleine Rakete gemacht. Boah! Also ich habe versucht, mich schon Detail. Weil die Spieler da vorne kenne ich. Hallo! Er hat versucht, sich detailgetreu nachzuahmen. Ich hab da hinten noch eine Mission Alter, anscheinend. Alter, jetzt ist bei Duft auf der Rakete lachen vom Stuhlkuller. So. Was denn? Bei Meister Pommes Rudi, bitte, ne? Pommes Rudi. Pommes Rudi. Mit seiner Rakete so einen Namen. Meine Rakete heißt Rambo. Rambo, ernsthaft? Yo. Ja. Rambo so, der 16. Rambo und oh! Rambo von Fässchen der 4. Kann das mal einer klippen hier? Bitte alles in den letzten 20 Minuten. 20 Minuten? Ich hab ein Haar auf meinem Ding. Das war ja eklig. Das hat geklickt. Welches Ding meinst du? Ich nehme meinen Finger an. Jetzt zieh nicht dran, sonst passiert hier was. Hui! Das stinkt aber. Ich bin ausreichend gepustet und bin auf einem Perserkater gelandet. Oh nein, der arme Perserkater. Jetzt leiden sogar schon die Kater. Die armen Viecherse. Was denn? Ich guck nur gerade, was da hinten das? Auf dem Rücken ist. Ein Murloc. Was? Ein Murloc. wenn du hochgehst. Das englische Wort für Freund. Murloc. Wieso hat er einen Freund hinten? Wenn du hochgehst und den Alert Murloc machst, dann weißt du, was ein Murloc ist. Ach so. Ich dachte, das ist das englische Wort für Freund. Nein, das ist Melon. Ich weiß. Klingt genauso. Aber nur fast. Oh, Schatz, was machst du denn da? Mit dem Horn. Wann habe ich den abgenommen? Das ist eine gute Frage. Selbst schuld, was liegt da neben mir? Oh ja. Massage. Oh Gott, ich kann leider nicht. Ich kann nicht. Dickerchen. Aber kommen wir nochmal auf die Massage zurück, die du kurz angedeutet hast? Wann soll ich essen, Mann? So eine Stunde, bevor du ins Bett gehst. Es sei denn, du gehst erst... Eine Stunde. Die hast du, meine ich, ausgemacht. Das weiß ich nicht. Das Gesicht, ein Fässchen rollt. Ein Fässchen rollt. Oh je. Gleich platzt die Cam. Wir sind gleich bei 13 Stunden. Tatsache. Bis später. Liebe dich. Kann ich verstehen. Auf Grüße. Bin ja auch unbeschreiblich. Das stimmt. Ciao von Kitty. Tschüss. Ich dich auch. Ach, geht doch. Oh, Krampf im Fuß. Ich muss einen Fußwechsel machen. Wer schläft nicht im Schatten, die Füße immer ein. Klippen geht, oh, schade. Na gut, ich kann es im Nachhinein klippen. Ich sehe es kommen, ich tauche wirklich mal bei euch auf und Fessin überrollt mich erstmal. Das kann durchaus passieren. Dufte, ich komme! Ach, du bist schon fast fertig. Ja, okay. Mann, war ich eine gute Hilfe. Ey, ich hätte es jetzt nicht geschafft. Du kamst gerade vor mich. Ja, wollte ich sagen. Ich habe es gerade noch pünktlich geschafft, um dich zu retten, ey. Meine Kreativität ist heute zu aktiv, ey. Zu eindeutig.
Yay, Drachi! Was ist denn an dem Ort von Kronenrücken, wo ich das Leinwand gefunden habe? Folgt jetzt. Was? Da, Alkunde. Guten. Wo ist denn der Leichnam? Ja, unten am Berg. Okay, das Fragezeichen ist hier oben, komischerweise. Das mit dem Wolfstotem willst du machen, ne? Ja, ja, genau. Das ist... Ne, Koordinaten hast du auf der Karte nicht, ne? Ne. Okay. Aber du bist gerade oben drauf bei dem Dorf, ne? Ja, genau. Ja, lauf mal komplett straight südlich. Vom Dorf aus? Ja, genau. Okay. Ich roll mit dir. Wenn du auf die Karte schaust, da ist doch so Gebirge aufgemalt vor der Straße. Ja. Genau, und am südlichen Teil vom Gebirge, also der ist da am Berghang. Da liegt dann so einer. Ah, solche Dünen kann ich nicht fahren, sonst sterbe ich. Ich bin ziemlich tief runter. Ich lebe noch. Ich glaube, ich kann auch eine Kartenmarkierung teilen. Oder? Dann könnt ihr beide rumkugeln. So. Ja. Ihr könnt die mit anderen teilen, indem ihr den Chat den Link eingeben. Rollen, rollen, rollen. Hatten wir vorhin schon, das Rollen. Aber machen wir gerne nochmal. In den Chat, du müsstest das Ding da anklicken können. Müsstest du so eine Markierung bekommen. Ich hab's. Ja. Ich hoffe. Ungefähr da müsste der sein. Ich hab's auch. Ich hab's auch. Nein, 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 nein. Immer dreimal mehr als ihr. Ja, wir haben das schon gemacht. Das ist das mit dem Wolf, wo wir da hochgelaufen sind. Ich weiß, deswegen habe ich ja eben doch. What? Gemacht. Eine ausgezeichnete Quest, muss man sagen. Auch diese Dame hier wird uns jetzt hier dreimal hintereinander voll labern, weil einmal du die Quest abgibst, dann ich und dann nochmal. Und da konnte ich eine Quest abgeben? Ja, ja, die labert jetzt erstmal. Ach so. Und dann. Ach, das, das ist die. Ja, okay, ich erinnere mich. Ja. Beim Bäcker-Syndrom Kugel nur eine andere Beschreibung für Resteverwertung. Ich habe hier noch einen voll tollen Rum. Oh, ja. Autsch, ich wurde vom Drachen gekickt. Ja, der Stein da, der haut uns an den Typen. Da, hier die Dame da. Ja, wenn sie so blöd rumsteht. Ah, jetzt. Die Göttin segne euch. Ja, ja, die Göttin segne uns. Haha, ich konnte es abgeben. Pass auf, jetzt hat es bei dir nicht geklappt. Doch, bei mir ging es super. Okay. Ah, Rakete. Rakete, ja. Ich habe am Mittwoch in Frankfurt beim Rumtasting nach Cola gefragt. War da noch nicht mehr so lustig. Nee, du warst bei allen anderen unten durch. Früher waren Rumkugeln Resteverwertung von Teig, aber nicht mehr. Dafür mögen die Leute die Dinger zu gern. Ich weiß gar nicht, ob ich Rumkugeln schon mal gegessen habe. Bestimmt, aber ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern, wie sie schmecken. Wenn jetzt einer sagt nach Rum, ne, dann hau ich denjenigen. Ja, auch ein bisschen Schoko. Ja, gut. Das ist ja noch eine halbwegs vernünftige Antwort. Wenn man weiß, als ich nach ein paar Minuten nach einer Cola Zero um die Ecke rein. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an. Es kann ja zum Beispiel echt guter Rum drin sein, der dann ein bisschen intensiver vom Geschmack ist dann und dadurch die Schoki verstärkt. Es kann ja unglaublich billiger Rum sein. Also es ist echt schwierig. Ach ja. So eine 40 Euro Rumkugel, da kannst du was Gutes empfehlen. Alles runter würde ich nicht nehmen. Für eine Kugel, ganz wichtig. Für eine? Ja, nee, danke, dann verzichte ich da drauf. Wenn ihr jetzt sagt, für eine Packung, würde ich glaube ich auch noch drauf verzichten. Ja, aber das ist, aber muss dann auch schon so eine Rum-Bowling-Kugel sein. Nee, das ist eine kleine Rumkugel, da ist nur Edelrum drin halt. So, das ist recht alter Edelrum drin. Ich mag es matschig und dreckig. Boah, alter Frisches. Kleine Sau, du. Eieiei, dieser Mann, ey. Da kommt irgendwas hoch. Ah. Das gefällt mir gar nicht.
Eieiei, der tritt mich aber komplett durch die Welt, ey. Ich merk das gerade. Flieg mit Dufte um die Welt. Vielen Dank, dass Sie sich für Dufte Airlines entschieden haben. Schön, wirklich schön. Wie kommt zum 24-Stunden-Flug von Aldaria LP Airlines? Merkst du, dass sie nur kaufen? Ab Level 30 bin ich wieder. Nee. Ihr Co-Pilot sind heute Dufte und Kitty. Da ist mein Camembert wieder! Camembert! Ah, der Camembert! Mein Camembert! Hallo, mein geliebter Camembert! Boah, du hast schon wieder diese ekelhafte Spinne. Camembert! Das ist eine Gesichtscreme. Da ist Camembert. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Okay, da sowas nicht gemeint, aber ja, okay, jetzt kann man auch mal. Ich salutiere einmal. Roger, Roger. Wer mich nicht kennt, könnte jetzt denken, Alter, was hat die gesoffen? Alter, ich muss jetzt zurücklaufen. Nicht genug. Nur Energy. Sind wir bei SingStar? Mappa, das geht schon, das geht seit heute Morgen um 6 so. Also seit 6:30 Uhr. Gesangseinlagen sind heute on the top. Ja, auf jeden Fall. Also wir machen WoW SingStar draus. Das Beste vom Besten. Hier wird nur das Feinste geboten heute. Ich bin der König im Katzenkorb, die flauschigste Mieze überhaupt. Ich habe immer noch Schubidu im Kopf. Nein, und Kitty macht's auch noch. Genau zur Sekunde, ey. Das gibt's nicht. Schubidu. Oh. Ich möchte so flausch sein wie du. Das Essen dauert wieder ewig. Ich sollte aufhören, selbst zu kochen und mir einfach was bestellen. Das denke ich mir manchmal auch, Blechwalze. Das denke ich mir manchmal auch. Ja, es kommt drauf an, was es ist. Aber selbst gekocht, das schmeckt immer halt auch geil. Also. Hm? Ja. Hm. Mm. Wow. Miau. 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 Solange jetzt nicht irgendjemand kommt mit so einer leicht erotischen Stimme. Arara. Das kann ich leider nicht. Ich auch nicht. Ich kann's. Arara? Arara? Arara und Ufu. Uhu. Ufu? Ufu? Oder meinst du so ein rollendes R? Puff. Arara? Oder was? Ich krieg's nicht hin. Aber ich hab auch nicht die Stimme dafür. So ein Ara ist so ein Papagei. Ja, nein. Ich hab doch diese Anime-Dinger da, die dann immer Arara. Lara Loft kann das unglaublich gut. Und auch Anni. Anni kann das richtig gut, ja. Ja. Lara habe ich noch gar nicht gehört, wie sie das gemacht hat. Aber Anni, ja, definitiv. Ich habe das von Lara halt gehört, als sie beim Kegeln waren, war das, glaube ich. Okay. Mit den Pietz und so weiter. Ah, ja, das habe ich leider nicht gesehen. Da hat Lara das rausgehauen. Das Uhu kenne ich zum Beispiel nur von Ryan. Uhu? Uhu? Ich kann es aber nicht. Ich habe aber auch nicht die weibliche Stimme dafür. Ich klinge ja wie so ein Kerl auf Drogen. Frisches? Nein, nicht Alibaba. Alibaba ist dieses eBay aus hier Asien. Ali, freundlich wie nie, Alibaba. Boah, Alter. Was denn? Ich weiß nicht, irgendwie ging das Aggressionslevel gerade richtig nach oben. Aber nur beim letzten Stückchen. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie. Ich mag aber auch den Namen nicht, auch bei dem Lied nicht.
Das wird immer so ganz komisch ausgesprochen, das ist irgendwie... Oh, weiß auch nicht. Obwohl das Lied geil ist. Ich liebe das Lied. Das ist eins meiner Lieblingslieder. Lieber vor allem. Lieder. Ich mag die englische Form von, wo sie auf dem Teppich sind. Rülfes, du sollst es doch nicht mehr hängen lassen. Du musst es doch auch mal hochschnallen. Das ist wirklich... Du kannst doch dein Ding nicht mehr hängen. Was? Hä? Ich bin dumm. Was machst du denn da? Ich... Die Pet-Leiste, die doch hier oben war, ne? Ja. Ich hab die irgendwie hier unten reingekriegt. Achso, drück mal Shift 1. Ja. Ansonsten, ja. Vor allem, egal was ich jetzt gerade mache, ob ich hoch oder runter schalte, ich hab nur noch das hier. Ja, also das habe ich auch noch nicht geschafft. Das muss ich ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ja. Vor allem, ich weiß nicht, was ich... Ach nee, du hast Wild übernehmen, glaube ich, gerade den Cast, deswegen. Was? Oh genau. Gott. Du hast... Ja, du kannst Augen des Wildtiers ja, aus der, aus der Leiste ziehen, damit bekommst du direkt... okay. Okay, genau. Oh Gott, bloß weg damit. Ach du Scheiße. Dahin. Bloß weg. Ich dachte gerade so, hä, was ist denn jetzt los? Vor allem, ich wollte das halt gerade lesen, bin aus Versehen draufgekommen und dachte so, Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder los? Warte, ich muss auch kurz looten. Nee, das haben wir schon. Trotzdem, ich wollte es trotzdem looten. Na toll, der hat es kaputt gemacht. Ja, ich hab's schon wieder hingekriegt. Ich weiß jetzt, wo es lag. Achso, Mappa, ich hätte dir was in Discord geschrieben. Nur damit du Bescheid weißt. Disco, Disco, Party, Party. Okay, das klang cool. Disco, Disco, Party, Party, Disco. Ja, Party, Party. Solo! Ding! Perfekto! Seid gegrüßt. Geht in Frieden. Huch, das wollte ich nicht. Das wollte ich. 6 von 8! 6 von 8. Yes. Ja, bei 6 von 8 bin ich auch. Nice. Wollte gerade mal gucken, ob mein Junge auch vielleicht so einen Wein bekommt. Also, ich habe immer noch Wein im Nebenkeller, ne? 5 Flaschen. Zum Preis von 16. Ja, ich habe eine nette Frage. Was macht man in einem Weinkeller? Da geht man zum Wein rein. Ja, weil der Wein nämlich alles ist. Ja. Ich möchte nur den guten Wein aus Baby drehen, ja? Oh Mann. So, da ist noch eine Mission. Ha, so viel zu tun, so viel zu machen. Oh ja. Endlich gibt es was zu tun. Passiert allen, das kommt automatisch in die Leiste, wenn du es dann lernst, wenn du deinem Kampf aus Versehen das anmachst. Ja, wie gesagt, ich wollte halt eigentlich aus der Leiste ziehen. Ich wollte aber erstmal wissen, was es macht. Und dann bin ich aus Versehen drauf geklickt. Also das meiste halt hier in der Liste landet, weiß ich, aber irgendwie. Ich bin halt aus Versehen drauf gekommen. Ich hab da einen Duft an mir vorbeirennen sehen. Ich hol mal was. Zumindest erst eher hoppeln. Ich hab da mal was vorbereitet, aber ich guck mal zu dir. Ich will hier auch was zum Braten abhaben. Braten. Ja, natürlich. Das war saftig. Vitaminreich.
Ich hasse Orks, die unterbrechen meine Zauber zu oft. Oh. Ja, das können die. Können die gut. Also wieder ein bisschen was ranholen, ne? Außerdem, wenn du das ganze Knurrbett anmachen, damit du nicht selbst tanken musst. Boah, ich hab doch Dufte. Er tankt doch. Er tankt doch. Lauf jetzt. Mich stört das nicht, wenn der Knurri knurrt. Also, der soll er ruhig machen. Okay. Sind wir hier fertig? Nee. Nee, ich hab hier noch. Giftspucker brauchen wir noch. Ja, hier genau so einen. Spuck, spuck, spuck. So, jetzt. Jeden Tag hol ich den Presslufthammer aus der Werkzeugkammer und dann mache ich Krach. Es gibt keinen, der seinen Hammer so gern hat. Man nennt mich Presslufthammer Bernhard. Ja. Okay. Ja. Mhm. Seid vorsichtig. Das war auch mal machen. Mhm. Ja. Ich kann es leider nicht so gut. Orks! Nervt mich nicht! Kitty Rage. Jetzt sterben wir gleich wieder hier. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben schon fast alles durch. Ja, ich sterbe, die unterbrechen mich dort. Ja. Wo ist er denn? Ach, da bei den Orks da vorne. Mhm. Ja, Kitty, du brauchst, glaube ich, die Quest bei der Mine da vorne auch noch, ne? Das kann gut sein. Wenn ich mich heilen könnte, könnte ich es dir sagen, aber ich kann mich gerade nicht konzentrieren. Wir machen uns mal auf den Weg. Bei uns fehlt tatsächlich noch da hinten, das mit der Mine, was wir leider nicht machen können, und dieses Säuberungsritual, was wir auch nicht machen können, was irgendwie pausiert ist. So, wir können mal die Kartenmarkierung hier entfernen. Aua. Oh, nicht noch mehr Orks. Wir eilen. Mal Gersi hier echt die Arschkarte, ey. Radadazong, Radadazong, weg ist der Balkon, dong. Nice.